Mit noch immer schlechtem Wetter an unserer Seite geht es weiter bei Let's Play Resident Evil 4. Im letzten Video habe ich euch ja gefragt, wo sollen wir lang gehen? Wir haben zwei Tore, die wir nehmen können, links oder rechts, und das Ergebnis war ein Unentschieden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch, daher muss ich jetzt selber eine Entscheidung treffen und die habe ich schon getroffen. Ich werde den rechten Weg lang gehen, weil soweit mich meine Erinnerung nicht trügt, müssten wir hier gegen einen El-Gigante kämpfen und dafür habe ich mir extra noch vorhin einen Raketenwerfer gekauft. Auf dem anderen Weg müssten wir gegen viele kleine Gegner kämpfen und das würde wieder sehr viel Munition verbrauchen und deswegen habe ich mich jetzt für diesen Weg hier entschieden. Also ich hoffe mal, dass mich meine Erinnerung nicht trügt und dass wir hier auf den El-Gigante treffen. Sieht zumindest gut aus. Ich meine, hier bin ich richtig. Ja, sie an, wer da zu Besuch kommt. Ja, Ashley, zeig nicht da hoch. Komm hierher. Und zeigst du deine Schwachstelle? Nein, er torkelt ein bisschen rum, aber ansonsten hat es ihn nicht wirklich beeindruckt. Oh, Ashley, lauf, lauf! Oh, verdammt! Oh, Ashley, hast du überlebt? Natürlich nicht. Ach, Mel, du stehst doch da so dumm rum. Oh, guck mal, wie groß dieser Mann ist! Ob der uns wohl wehtut? Nein, auf keinen Fall. Der ist uns ganz freundlich gesonnen, liebe Ashley. Du dummes Stück. Jetzt sind wir wieder hier. Ich freue mich wie ein Tier. Komm raus aus deinem Versteck. Wir wissen, dass du da bist. Leon. Ja, Leon! Leon, help! Komm her, du doofe Pute. Jetzt sag nicht, dass Ashley schon wieder gestorben ist. Was stehst du auch die ganze Zeit so dämlich da rum? Oh oh. Ach, Ashley, würdest du dich bitte in Sicherheit bringen? Ich kann nicht den Raketenwerfer einsetzen, solange der blöde El-Gigante nicht seine Schwachstelle zeigt. Und nochmal, das Ganze ist ja ganz toll. Lass mich los, du riesiger Kotzhaufen. So, der Augenblick, auf den ich gewartet habe. Packt mal schnell den Raketenwerfer aus. Raketenwerfer aus. Boom. Baboom, baboom, baboom. Und Ashley, weich aus. Oh. Da bin ich ja jetzt echt beruhigt, dass wir einen Bart in diesem Schlammklotz nehmen können. Ja, wenigstens hat es sich finanziell gelohnt. Nur gesundheitlich sieht es jetzt ziemlich schlecht aus. Ja, ich muss mich heilen. Ashley, du musst leider, leider, leider noch ein bisschen ohne auskommen. Ich kann ja nochmal zurück zum Händler gehen und gucken, ob der jetzt ein Kraut auf Lager hat. Wenn nicht, dann, ja, dann hast du leider Pech gehabt. Dann musst du irgendwie so überleben. Oh, meine Güte. Ashley, du bringst mich nur in blöde Situationen, auf die ich keinen Bock habe. Leon, bitte bleib nicht an der Wand hängen, sondern lauf weiter. Welcome. Und ich bete jetzt, dass er einen Heiltrank hat. Komm schon. Ja, danke schön. Danke. Das brauche ich wirklich dringend. Ja, ich will es jetzt aber nicht für Ashley verschwenden. Ashley muss halt durchhalten, ne? Und ich kann nur sagen, ein Glück, dass bei Ashley diese blöde Musik nicht auftaucht. Sonst hätte ich jetzt echt wieder ein Problem. Also das wäre wahrscheinlich ziemlich nervig.
So, der restliche Weg müsste eigentlich so ziemlich ohne Gegner auskommen, dafür aber mit viel Gegenständen zum Aufpicken. Yeah, Muni, Spinell, Geld, ach, es war doch die richtige Entscheidung, hier lang zu gehen. Und da liegt noch mehr. Ein alter Schlüssel. Der sieht aber wirklich alt aus. Wow, ich fühle mich auf einmal so reich. Das darf ja kaum wahr sein. Oh, da ist noch sogar eine kleine Holzkiste. Wo noch mehr Geld drin ist. Ach, mein Freund, der Händler, wird sich freuen, wenn wir ihn wieder besuchen kommen. So, weg damit. 1, 2, 3. Mal auf die Tür. Das war mal eine Tür. Ansonsten ist hier nichts. Nichts. Aber einen Blick nach oben gucken. Einen Blick nach oben werfen. Vielleicht ist da ja irgendwas. Anscheinend nicht. Gut, dann lass uns weitergehen. Mit dem Schlüssel werden wir ganz geschickt die Tür öffnen. Und ernsthaft, wie hast du es jetzt so schnell hierhin geschafft? Gibt es irgendwo eine unsichtbare Tunnelverbindung, von der ich nichts weiß? Verrate mir dein Geheimnis, mein Freund! Egal. Welcome. Hauptsache, du hast was Neues für mich zum Einkaufen. Got a selection of... What are you buying? Nein, immer noch derselbe alte Kram. Ich könnte echt dringend einen größeren Aktenkoffer gebrauchen. Und dein neues Gewehr wäre auch nicht schlecht. Schulterstütze für die Red 9. Eine Schulterstütze für die 9mm Red 9 absorbiert und verteilt 80% des Rückstoßes und sorgt so für erhöhte Stabilität und Bedienkomfort. Ja, klingt ja ganz gut, aber da ich sowieso nicht so viel Platz in meinem Koffer habe, werde ich das erstmal nicht kaufen. Ja, ich werde zurückkommen. Aber erstmal werde ich dein Fass plündern. So, ich habe gerade dein Taschengeld geklaut und du kannst mich nicht aufhalten. Ah, und eine Schreibmaschine, wie gut, dass ich speichern kann. Und was haben wir hier? Wieder ein Zettel! Ach je, wer schreibt mir denn mal wieder? Letzte Verteidigung. Ich habe den Amerikaner unterschätzt. Er lebt noch. Ich hatte gedacht, wir könnten warten, bis der Parasit in seinem Körper geschlüpft ist. Aber nun könnte er vorher das Dorf zerstören. Wir müssen etwas unternehmen. Wir ändern unsere Prioritäten, stellen die Suche nach Louis ein und konzentrieren uns auf die zwei Amerikaner. Wo man aus der Gondel aussteigt, ist eine alte Folterkammer für Verräter genutzte Hütte. Dort können wir sie stellen. Sollte alles schief gehen, müssen sie auf dem Weg zum Tor nach draußen immer noch an mir vorbei. Denn das Tor reagiert nur auf mein Auge. Okay, ein sehr mysteriöser Text. Das Tor reagiert nur auf sein Auge. Was mag damit wohl gemeint sein? Ach, und weil wieder mal Munition für mein Sturmgewehr. Ich habe ja so wenig dafür. Und ja, ich werde jetzt doch mal Ashley heilen. Ich kann es nämlich nicht gebrauchen, dass, wenn sie dann wieder stirbt, dass wir alles normal machen müssen. Klick, klick, klick. Klopf, klopf, klopf. Nochmal kurz um das Haus herumgehen. Nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe. Ich meine, da liegt irgendwo noch was. Also hier 6. Da ist auch nichts. Dann täuscht mich meine Erinnerung. Lässt sich nicht öffnen. Dies scheint der einzige Weg aus dem Dorf zu sein. Dieses Licht sieht aus wie ein Gerät zur... Was? Iris-Erkennung? Okay. Ob das was mit dem Auge zu tun hat? Wer weiß. Wer weiß. Ja, natürlich hat das was mit dem Auge zu tun. Wem mache ich was vor? Und sieh an, wir dürfen jetzt eine schöne Fahrt mit dem Lift unternehmen. Komm, Ashley, wir machen eine lustige kleine Fahrt. Lustig vor allem, weil auf dem Weg Gegner lauern.
So, da sehe ich schon einen. Und guckt euch Ashley an. Jedes Mal, wenn wir einen Gegner treffen, dann macht sie so, yay! Yay! Ich sehe dich. Und ich sehe euch auch. Also ganz so einfach müsst ihr es mir auch nicht machen, Leute. So ein bisschen Herausforderung, das wäre auch ganz schön. Aber da bin ich anscheinend am falschen Ort. So, da können wir ja jetzt mal langsam wieder aussteigen. War eine sehr amüsante Fahrt. Also amüsant für mich, nicht unbedingt für meine Gegner, aber Hauptsache für mich, ne? Achso, ich kann nicht mehr als 8 Patronen tragen. Ich vergaß. Ich sollte mal, wenn ich wieder meinem Freund begegne, die Kapazität erhöhen. Keine Bewegung! Polizei! Niemand zu Hause. Okay, sehr gut. Dies scheinen die Bedienfelder für den Fahrstuhl zu sein. Das spiele ich lieber nicht dran rum, denn ich muss damit zurückfahren. Yep, bevor wir hier irgendwas kaputt machen, lassen wir mal lieber die Finger davon. Und eine Blendgranate. Oh, die sind ja so nützlich, diese doofen Blendgranaten. Aber wenigstens, hey, Pistolenmunition. Brauche ich dringend, brauche ich immer. Ja, dann haben wir jetzt hier alles mal gecheckt. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal diese Höhle hier an. Wer weiß, vielleicht wartet ja ein Schatz auf uns. Oh, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, wirf nicht mit Dynamit auf mich. Wow. Gerade soeben das fliegende Dynamit ausgeschaltet und so extra viele Bonis abkassiert. Da haben wir wieder Geld und da haben wir wieder ganz viel Munition. Ach, es läuft alles wie geschmiert in diesem Part. Naja, wir haben am Anfang zwar Ashleys Leben verloren, aber das haben wir ja nachher noch korrigiert. Da kommt noch einer! Ganz alleine! Was für ein mutiger Mann! Mutig, aber... Oh oh, da wächst was! Ashley, lauf! Bleib nicht da stehen! Das ist gefährlich! It's dangerous to go alone! Take this! Und this! Und this! Na also. Kann schon wieder nachladen. Klick, klick. Ah, ich mag meine neue Red 9. Die ist so... zuverlässig. Das Blut ist noch frisch. Hat hier ein Ritual stattgefunden? Ich mag gar nicht daran denken, was hier passiert ist. Oh, was haben wir denn hier? Gelbes Katzenauge. Moment mal, haben wir nicht noch ein Katzenauge? Ich meine, wir hatten da noch eins. Genau, wir haben ein grünes Katzenauge und jetzt ein gelbes. Und ich glaube, man kann die mit dem Bierstein kombinieren. Ich meine, man kann die mit dem Bierstein kombinieren. Wollte ich eigentlich gerade machen. Ich habe wahrscheinlich die falsche Taste gedrückt. Kombinieren mit Bierstein? Yay, es funktioniert! Zwei Edelsteine sind in der Seite eingesetzt. Ja, fehlt noch einer und dann können wir das Ding wahrscheinlich zu einem Wahnsinnspreis verkaufen. Maske mit Kerben. Kann man die vielleicht mit dem Spinell kombinieren? Ich weiß nicht mehr so genau, was für Steine da reinkommen. Nee, der Spinell ist es nicht. Gut, gut, aber wir haben trotzdem einen schönen Schatz gefunden. Da gibt's nichts zu meckern. Außerdem sind wir topfit. Ashley, bist du zu doof, eine Leiter runter zu klettern? Komm schon, ich fang dich auf. Du auch. Wenigstens das kannst du, Ashley. Ich bin die Tochter des Präsidenten. Ich klettere keine Leitern runter. Ach, schon wieder. Wie kommst du mir bloß immer zuvor? Du musst mir irgendwann mal dein Geheimnis verraten. Wer weiß, vielleicht gibt es hier irgendwo so eine Warp-Röhre oder sowas. Oder er hat ein Pokémon, das fliegen kann. Irgendwas! Ja?
Hast du wenigstens jetzt was Neues auf Lager? Immer noch nicht! What are you buying? Ich könnte aber mal meine Waffen tunen. Denn wir haben es bald mit einem weiteren Endgegnerkampf zu tun. Oh yeah, schon sehr bald. Is that all? Thank you. Ich möchte eigentlich warten, bis wir das neue Gewehr kaufen können, bevor ich irgendwas tune. Wir lassen das jetzt erstmal so. Yo, im nächsten Part, ja, der Part ist wieder etwas kurz geworden, aber ich möchte den nächsten großen Gegner doch für ein extra Video aufheben. Nicht wahr, Ashley? Ist doch eine gute Idee. Nicht wahr, mein Freund? Guck mal, der hat keine Angst. Warum fürchtest du dich so? Denkst du wirklich, ich würde dich erschießen? Meine Güte, was für ein dummes Stück, egal. Nun denn, das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hinterlasst doch mal einen Kommentar, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ja, schaltet bitte wieder ein. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann, Leute. Tschüss. Wir sehen uns.